Wir alle streben nach dem Schönen. Für Markus Mitterer gehören Ästhetik und Perfektion aber zum Beruf. Der Kitzbühler Fotograf hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt und blickt auf 25 Jahre Erfahrung zurück. Schmuck, Menschen, Tiere oder Landschaften. Als echter Profi erkennt er in jedem Motiv eine Herausforderung. Sein ganzer Stolz ist aber sein Bildband über die Kitzbühler Alpen. Natur, Menschen, Tradition. Zum ersten Mal wird die gesamte Region fotografisch dokumentiert. Vor allem aber zeigt der Bildband Markus liebstes Motiv: das Leben in den Bergen. Für die perfekte Aufnahme investiert Markus viel Zeit und Geduld. Alleine für den Bildband der Kitzbühler Alpen war er 5 Jahre lang in der Region unterwegs. Also gerade in der Natur- und Landschaftsfotografie steckt sehr viel Vorarbeit drinnen. Man muss im Vorfeld recherchieren, unzählige Touren unternehmen, um zu sehen, wann ist das Motiv im besten Licht, zu welcher Jahreszeit. Und dann versucht man halt nach der Recherche den perfekten Zeitpunkt zu finden. Natürlich kann man draußen nicht alles planen, so wie im Studio. Man ist ja abhängig vom Sonnenlicht, von den Wolkenstimmungen, vom Wind, von äußeren Umständen. Aber das ist halt die Kunst, dass man da trotzdem das Bestmögliche rausholt. Die Launen der Natur sind unberechenbar und Modelle halten sich nicht an Anweisungen des Fotografen. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, über handwerkliche Techniken allerdings nicht. Also neben dem Riesengebiet des subjektiven Geschmackes kann man ein Bild natürlich auch objektiv beurteilen. Es gibt gewisse Kriterien, sei es die Bildidee, ob die erkennbar ist, die Bildaussage, ob die Bildkomposition schön ist, ob ein schönes Licht ist. Und nicht zu vergessen auch, ob die technische Qualität eines Bildes passt. Mit viel Know-how schafft es Markus, die Schönheit der Natur auf seinen Bildern ein Stück weit einzufangen. Er lernt das Handwerk alleine, reicht aber für einen guten Fotografen nicht aus. Also meiner Meinung nach ist beim Fotografenberuf mehr wie die Hälfte Begabung, Leidenschaft, Feeling. Man kann zu gewissen Teilen Dinge lernen. Aber mir geht es selber so, wenn ich fotografiere, da denkt man dann auch nicht an das, was man gelernt hat oder an gewisse Gesetzmäßigkeiten. Da handelt man sehr intuitiv aus dem Bauch heraus. Und das ist halt das Gefühl oder das Feeling oder die Begabung oder das Auge, das man mitbringen sollte. Auf der Suche nach Ästhetik wird Markus in den Kitzbühler Alpen immer wieder aufs Neue fündig. Und wenn die Laune der Natur es zulässt, gelingt es ihm, die Schönheit der Berge fotografisch festzuhalten.